Heute am Heiligen Abend bekommen wir Besuch von der Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus. Die Weihnachtsmaus ist sonderbar, sogar für die Gelehrten, denn einmal nur im ganzen Jahr entdeckt man ihre Fährten. Mit Fallen oder Rattengift kann man die Maus nicht fangen. Sie ist, was diesen Punkt betrifft, noch nie ins Garn gegangen. Das ganze Jahr macht diese Maus den Menschen keine Plage. Doch plötzlich aus dem Loch heraus kriegt sie am Weihnachtstage. Zum Beispiel war von Festgebäck das Muttergut verborgen, mit einem Mal das Beste weg, am ersten Weihnachtsmorgen. Da sagte jeder rundheraus: Ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein anderes Mal verschwand sogar das Marzipan von Peter, was seltsam und erstaunlich war, denn niemand fand es später. Der Christian rief rundheraus: Ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Ein drittes Mal verschwand vom Baum, an dem die Kugel hingen, ein Weihnachtsmann aus Eierschaum, nebst anderen leckeren Dingen. Die Nelly sagte rundheraus: Ich hab es nicht genommen, es war bestimmt die Weihnachtsmaus, die über Nacht gekommen. Und Ernst und Hans und der Papa, die riefen: Welche Plage, die böse Maus ist wieder da und just am Feiertage. Nur Mutter sprach kein Klagewort, sie sagte unumwunden: Sind erst die Süßigkeiten fort, ist auch die Maus verschwunden. Und wirklich war, die Maus blieb weg, sobald der Baum geleert war, sobald das letzte Festgebäck gegessen und verzehrt war. Sagt jemand nun bei ihm zu Haus, bei Fränzchen oder Lieschen, da gäbe es keine Weihnachtsmaus, dann zweifle ich ein bisschen. Doch sage ich nichts, was jemand kränkt, das könnte euch so passen. Was man von Weihnachtsmäusen denkt, bleibt jedem überlassen.